Wo bin ich denn jetzt? Ach, wir bei unserem Lager. Händler gibt's nur in Kuwakiaku. Wobei ich mir das nicht vorstellen kann. Ich habe Uchu noch nie so wütend erlebt. Uchu? Wirklich? Was ist passiert? Ich sollte nicht tratschen, aber er und Kabil haben sich gestritten. Sie haben geflüstert, aber man konnte sehen, dass sie immer wütender wurden. Ach, jetzt kam die Mission. Zwei Missionen verfügbar. Hier ist doch ein Händler. Ich wollte schon meinen, weil dann müsste der Händler in Kuwakiaku ja immer neue Sachen haben. Yucateco, 8%, eine bunte Keramikpfeife. Bist du schwanger oder einfach nur dick? Ich kenne dich nicht. Was machst du hier? Wo hast du diesen Umhang her? Es wurde mir gegeben, von Onuratu. Oh, du bist ein Gast der Königin? Nichts für ungut. Bitte, du musst mir verzeihen. Schon gut, keine Sorge. Wie kann ich dir helfen? Na gut, wie kannst du mir helfen? Ich will mal gucken hier. Kann ich kaufen? Da kann ich den Bogen auch voll machen. Jetzt weiß ich aber nicht, wie viel ich davon brauche. Kompakter Fellbeutel, der die Tragekapazität für natürlich und menschgemachte Ressourcen erhöht. Erstmal verkaufen. Das ganze Erz. Bitte sehr. Jaguarhaut. Kaiserin-Jaguarhaut. Messer-Upgrade. Setzen Sie Ihr Messer, um neue Fähigkeiten freizuschalten. Das erste Messer-Upgrade erlaubt es Ihnen, dicke Seile zu durchschneiden. Durch weitere Upgrades erhalten sie mehr Ressourcen von Tieren. Die Götter sind für uns. Jetzt müsste ich wissen, wie viel ich brauche. Danke, Ishik. Ich komme gleich wieder. Onuratu ist bestimmt besorgt wegen Ezli. Ich muss ihr sagen, dass er gefangen ist. Na, das hat ja noch Zeit. Dafür habe ich nicht genug Platz. Ach, automatisch verbessert. Jetzt habe ich das verstärkte Messer. Nö. Jetzt habe ich genug. Sagt auch Kaiser. Rin Jaguar. Dann brauche ich ja dich zurück zum Händler. Ich lerne gleich das. Ja.
Munitionsmenge, die unterwegs hergestellt wird. Zusätzliche Fett-Schwarzpulver-Bergungsgut. Das ist die ganz normale. Und jetzt habe ich ein neues Outfit. Gewöhnungsbedürftig. Habe ich jetzt die Tasche gekauft oder nicht? Muss ich gerade nochmal überlegen. Hallo. Siehst du etwas, das dir gefällt? In Kombination mit der Tasche ist das gut. Sehr gut. Ich warte auf deine Rückkehr. Das freut mich aber. So, auf. Zu Urunatu. Unuratu ist bestimmt besorgt wegen Ätzli. Ich muss ihr sagen, dass er gefangen ist. Unuratu! Sie haben Ätzli gefangen. Ich weiß. Sie halten ihn in der Kaserne fest. Wir überlegen, wie wir ihn befreien. Ich wollte ihn holen, es tut mir leid. Er ist ein Krieger. Was ist das? Oh. Das ist ein Schlüssel. Sieht aus, als würde er zum Bergtempel gehören. Also ist das der Schlüssel? Direkt daneben halten sie Ätzli zur Schatulle. Gibt es etwa eine Verbindung zwischen der Schatulle und der Kaserne? Besetzt der Kult deswegen den Tempel? Er ist schwer bewacht. Wenn wir dort rein wollen, müssen wir unauffällig und leise sein. Gibt es einen Hintereingang? Es gab einen neben der Salzmine, aber der wird lange nicht mehr genutzt. Das ist sehr gefährlich. Ich bin mir sicher, das schaffe ich. Mag sein. Die Opfergrube hast du auch überlebt. Ich war seit meiner Kindheit nicht mehr dort. Aber soweit ich mich erinnere, liegt die Kaserne hinter einem inneren Schutzwall. Wenn ich durch den Hintereingang reinkomme, kann ich den Weg freimachen und euch reinlassen. Erst befreien wir Ätzli, dann suchen wir die Schatulle. Dann war das der Bergtempel, den wir gesehen haben. Sohn. Und du holst die Schatulle. Als Miniatur. Den Bergtempel betreten. Ich weiß nicht. Wir versuchen nicht aufzufallen. Ich würde gehen, aber ich kann meinen Posten nicht verlassen. Und die Zeit ist knapp. Es würde Königin Unuratu und der Rebellion viel bedeuten. Hi, Jonah. Hey, Lara. Hast du mal kurz Zeit? Komm rüber, wenn du Zeit hast. Uchu möchte dich was fragen. Uchu und ich haben nur geplaudert. Und Uchu, was gibt es denn? Der Tag von Ätzlis Krönung rückt näher. Er wird bald ein Mann sein und die ersten Schritte auf seinem Weg zu Paititis künftigem König machen. Klingt, als würdest du diesen Tag herbeisehen. Die Hoffnung auf diesen Tag lässt uns weiter gegen Amaru und seinen Kult kämpfen. Wir alle müssen uns manchmal daran erinnern, wofür wir kämpfen. Kann ich irgendwie helfen? Als Ätzlis Vater Sairi starb, ließ Unuratu mir die Ehre zuteil werden, sein Ersatzvater zu sein. Ich muss 3 heilige Gegenstände für die Zeremonie besorgen. Doch... Doch bei allem, was gerade los ist, schaffst du es nicht. Um welche Gegenstände geht es? Das Amulett des Retters, den Meisterbogen und das Königshorn. Durch sie segnen die Ahnen den künftigen König. Sag mir, was du brauchst und ich sehe, was ich tun kann. Ich habe schon Männer losgeschickt, um das Amulett und den Bogen zu besorgen. Wenn du jetzt noch bei Kabil, dem Instrumentenbauer, das Königshorn abholen könntest, wäre das eine große Hilfe. Er war schwierig, 2 Boten sind gescheitert. Vielleicht kannst du mit seiner Frau reden. Ich glaube, das kriege ich hin. Vorsicht, Kabil ist manchmal etwas gereizt, aber seine Frau Abra kann die Wogen glätten.
dem Bergtempel oder jetzt mit Kabil sprechen? Ah, ich mache schon eine Schnellreise. Das hier war wirklich nicht mein Plan, als ich sagte, ich will Onuratu unterstützen. Ezli ist stark genug. Ja, er ist ein Krieger. Ich weiß. Ich hasse es trotzdem. Der Kampf gegen den Kult ist hart. Vertrau mir, Uchu hat kein Problem mit diesem Kampf. Oh, das war's wohl. Und jetzt Schnellreise. Geht ganz schnell. Vater, Vater, komm schnell! Die Ichik! Was willst du? Wir haben jetzt keine Zeit für Onuratus Rebellion. Bist du Kabil? Uchu schickt mich wegen des Königs. Des Königshorns? Den Ruf an die Zukunft? Sieh doch, was die Zukunft meiner Gegenwart gebracht hat. Geh einfach. Der Kult fand heraus, dass Vater das Horn macht und hat zur Strafe die Pflanzen vergiftet. Mama wurde krank. Mein Bruder Quali sollte auf dem Markt Kräuter holen, aber er ist noch nicht zurück. Das ist furchtbar. Ich versuche, deinen Bruder zu finden und die Kräuter zu besorgen, die du brauchst. Danke. Zum Markt gehen. Was ist das? Das kann gut tun. Kukulkans Männer haben Abra vergiftet. Quali wollte die nötigen Kräuter stehlen, damit sie gesund wird. Wieso vergiftet? Anscheinend arbeitet Kabil mit Onuratu und... Verzeihung. Ah, Ishik. Wie kann ich dir helfen? Ich suche Quali, den Sohn von Kabil. Oh, der arme Junge. Chimai, einer von Kukulkans Männern, hält ihn oben am Markt in einer Zelle fest. Jetzt wartet er auf den Au wegen der Strafe. Danke. Alles Gute, Ishik. Was heißt Ishik? Quali finden. Mieser Dieb, du solltest doch den Mund halten. Bitte, ich habe die Kräuter für... Ein Kräuterdieb. Ist bestimmt sehr gefährlich. Heute ein Diebstahl, morgen ist es ein Mord. Ein großer Sprung, findest du nicht? Willst du wirklich wissen, was ich denke? Wir sollten die kleinen Ratten alle zusammentreiben und ertränken. Jeder einzelne. Vor allem Yomil. Sein Vater mag eine Schlangenwache sein, aber er nicht. Mit Yomil sprechen. Der Dieb muss bestraft werden. Los, jetzt triff es. Daneben. Hallo. Hey, du bist Ishik von den Fremden, stimmt's? Ja, freut mich, dich zu treffen. Wow, cool. Ich bin Yomil. Was ist denn das für ein Spiel, Jungs? Es ist kein Spiel. Mein Vater ist eine Schlangenwache, ein Priester. Ich habe sein Messer genommen, um es meinen Freunden zu zeigen. Und Chimai hat's gesehen. Chimai weiß, was mein Vater mit mir machen würde und hat das Messer darauf geworfen. Er steckt fest. Oh, vielleicht kann ich was tun. Wow, wirklich? Danke. Messer, Gabel, Schere, Licht sind für kleine Kinder nicht. Leber unterstützt das noch. Danke, Ishik. Gern geschehen. Hey, Moment mal. Die Erwachsenen hier verjagen uns immer. Du hast uns geholfen. Was willst du? Ruhe, ich rede mit ihr. Gut. Was willst du, Ishik? Also, können wir zum Dank irgendwas für dich tun? Assassin's Creed Origins. Ich möchte Quali helfen. Leblos. Du kommst zu spät. Er wurde zum Tode verurteilt. Wir können nichts tun. Und Chimaye, die Wache, hasst dich. Würde Chimaye dich verfolgen, wenn du ihn ärgerst? Warum? Wenn er nicht auf seinem Posten ist, kann ich zu Quali. Klar, das ist gut. Oh, sag Quali, wir treffen uns in der Höhle. Er weiß, wo das ist. Dort ist es sicher für ihn. Mach ich. Gehen wir. Asto, Raimi, mir nach. Samin, du deckst uns. Und danach zur Höhle. Zurück, Ishik. Wir machen dir den Weg frei. Chimai, du Feigling. Du wirst als Sklave enden. Spüre meine Klinge.
Ja, und Lavendel sind köstlich. Lauf, lauf! Ha, ihr kleinen Bengel! Ach, ihr kleinen Kinderchen. Bitte, es waren nur Kräuter. Bitte, ich habe... Dein Bruder hat mir von dir erzählt. Wer bist du denn? Jemand, der helfen will. Ich habe das alles doch nicht gewollt. Ich wollte nur, dass meine Mutter wieder gesund wird. Wo sind die Kräuter? Gib sie mir. Ich heile deine Mutter. Geh, deine Freunde warten in der Höhle auf dich. Danke. Hier sind die Kräuter. Ich renne so schnell ich kann. So, zurück zu Kabil. Ich finde es so ein bisschen blöd, dass ihr Gespräche nur mit einer bestimmten Kleidung gehen. Dann hätte man das so machen können, wie Gothic 3 zum Beispiel. Vertrauenspunkte. Die Leute von Partiti vertrauen dir zu 30%. Und mit den Missionen kannst du dann das Vertrauen steigern. Und dann reden sie auch mit dir. Dich nicht, du sollst gehen. Quali ist sicher und ich habe die Kräuter für deine Frau. Wirklich? Und willst du sie damit heilen oder um das Königshorn feilschen? Hier, die helfen dir. Sei gesegnet, Ishik. Kabil, du benimmst dich furchtbar. Gib ihr das Horn. Hier, mit Respekt für den künftigen König. Danke für einfach alles. Danke. Du bist als Erste zurück. Jonas' Geschichten über dich sind wahr. Das Königshorn, wie gewünscht. Hat Kabil dir Ärger gemacht? Du hattest recht mit seiner Frau. Sie weiß wirklich, wie man mit ihm umgeht. Danke hierfür, Lara. Gerne. Uchu, was meintest du damit, ich wäre als Erste zurück? Die Männer, die anderen Dinge holen sollten, sind vor 3 Tagen aufgebrochen. Und noch nicht zurück. Glaubst du, ihnen ist was zugestoßen? Quenti macht mir die meisten Sorgen. Er ist jung, risikofreudig. Springt ins Wasser, ohne vorher zu prüfen, wie tief es ist. Den Typ kenne ich. Jonah. Jonah hat recht. Quenti perfekt.